Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Sanctuary Hills werden wir jetzt hoffentlich hier weiterbauen können. Moment, bevor wir da hochsteigen, hochklettern, werden wir erstmal sehen, wie viel, ob sich das lohnt, da überhaupt hochzuklettern, um weiterzubauen. Ein Teil können wir bauen, das ist ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Da werden wir doch lieber nochmal nach zur Abernathy Farm zurück. Wasser haben wir dabei, okay. Auf zur Abernathy Farm. Und ich freue mich, dass Sheffield hier so. Ich sollte jetzt wirklich meine Rolle lernen. Und dass Sheffield da so schön arbeitet. Freut mich irgendwie. Und ich glaube, dieses Teil hier, das können wir eigentlich einlagern. Dann hätten wir schon wieder zwei Teile hier in der Siedlung. Genau. Ja, ich finde es gut, dass der Typ mit Powerrüstung hier in der Gegend von Sanctuary so viel rumrennt. Da sehen wir mal, wie es aussehen wird, wenn unsere Versorger alle Powerrüstungen haben nachher. Nun, die Abernathy Farm ist ja echt nicht weit. Ich denke, das Mindeste, was wir kriegen, selbst wenn Conny Abernathy hier noch keine Sachen wieder hat, ich denke, was wir kriegen werden, sind ein paar Kronkorken. Das auf jeden Larry Fall. Larry hat das Medaillon von mir zum 18. Geburtstag bekommen. Es bedeutet mir sehr viel, es wieder zu haben. Hey. Nur zu. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Klar. Ich schau's mir an. Großartig. Nun gut, da ist nicht wirklich was bei, was wir wollen. Aber sie hat wieder Ladungen. Wir können wieder etwas weiterbauen. Sie hat auch Dünger und Holz. Und naja gut, Leder und Stoff nehmen wir auch mal mit. Obwohl das jetzt gar nicht so wichtig wäre. Und wir holen uns ein paar Kronkorken wieder rein. Nanu? Was haben wir denn da gemacht? Sie kann ja noch sehr viel mehr Wasser kaufen. Sehr schön. Ja? Hey. Hi. Möchtest du ein bisschen handeln? Klar. Ich schau's mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Ja, was wollen wir denn? Sie hat noch nichts Neues, ich sehe schon. Und ach so, hat sie Kronkorken für uns. Willst du was kaufen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Auch keine Kronkorken, alles klar. Was? Und wie sieht's hier aus? Entschuldigung. Wenn du eine Rüstung suchst, habe ich vielleicht was für dich. Grün, grün, grün. Ja, sie braucht dann lass ihre mal sehen, was grünes, du so hast. Sauberes grünes Kleid braucht sie. Na, das sieht mir jetzt aber auch nicht so danach aus, als hätte sie was Vernünftiges für uns. Melode. Ja, ich sage es immer wieder, die Kampfrüstung. Wir müssen unbedingt mal zum Hauptquartier was? Der Gunner. Hallo. Was darf sein? Eichhörnchenbissen. Klar. Zeig mal, was du da hast. Sag mir, was du haben möchtest. Eichhörnchenbissen.
Ach, eigentlich haben wir das jetzt aber schnell genug gesagt. Es hat nicht geklappt. Es ist, es klappt nicht immer. Ja? Hey, Entschuldigung. Yep. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Und bestimmt. Klar, ich schaue es mir an. Großartig. Ja, das sieht schon besser aus. Ich denke, sie hat ein bisschen was Neues schon reinbekommen. Und ich denke, das ist jetzt das letzte Mal gewesen, dass wir hier rüberrennen und wieder zurück. Moment, sie hat gar nichts Neues reinbekommen. Ich sehe nichts Neues. Kronkorken hat sie ein paar. Ja, wir werden nochmal zur Red Rocket Raststätte gehen und gucken, was es da so gibt. An Schrott noch. Dann werden wir noch ein Stück bauen, soweit wie wir kommen. Und dann werden wir aber nicht nochmal hin und her laufen. Denn es ist, man kann nicht wirklich so groß am Stück bauen. Das ist ziemlich anstrengend, so zu bauen wie jetzt. Ich meine, ja, man baut schon 7 Teile irgendwie immer und dann hat man kein Material mehr. Ich finde das doch etwas anstrengend. Ja? Irgendwas stimmt nicht. Warum macht er so komische Geräusche? Ja? Hier, der funkt irgendwie. Jetzt geht er weg. Irgendwas stimmt nicht. Der hat irgendwie so ein Funkteil an sich. Ja? Oder irgendwas Ähnliches, Gruseliges. Also ein Synth ist er nicht, haben wir gerade geguckt. Er hat keine Synth-Komponente bei sich, aber... Ja, das kommt von ihm. Von ihm kommt das. Ja, okay. Ist ja, macht ja nichts. Aber war mal jetzt auch interessant. Eine Straße und eine geladene Waffe. Etwas Neues auf jeden Fall. Moment, wir stecken hier immer unseren gesamten Schrott rein. Wie ist das, wenn das hier auf einmal gar nicht mehr verbunden ist mit unseren Siedlungen? Oh doch, das ist es. Also rüber zur Red Rocket Raststätte. Schön. Hier ist auch noch, was ist das? Aufbereitetes Wasser? Und tatsächlich, hier wird das respawnt das immer sehr schnell. Mal gespannt, ob die Siedler dann auch schon neue Sachen haben. Okay, die Pilze sind nicht nachgewachsen. Hier ein Pilz schon. Ja, das Übliche. Hallo. Schauen wir mal überall. Suchst du was zum Anziehen? Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Sehen wir mal, was sie Schönes hat für uns. Eigentlich ja für die Siedler selbst dann, letztendlich. Also nichts, aber ein paar Kronenkorken schon. Ups. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Hi. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, bestimmt. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot.
Ah, da sehe ich schon was. Die Kronkorken, mein Freund. Die könnte ich gebrauchen. Ehrlich. Er hat ja immer noch mehr Kronenkorken. Da geht es doch erstmal direkt hier zur Laborstation. Ein bisschen was brauen. So viel. Also wir haben jetzt so viel gehandelt und nur so wenig Plastik daraus bekommen. Ist es nicht schade? Und mir fällt gerade ein, wo ist denn bitteschön McCradys Holzfigur geblieben? Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ich fürchte fast, es ist schon ein Brückenteil daraus geworden. Wir haben vergessen, sie irgendwo einzulagern. Oh mein Gott. Ja, schade, obwohl... Naja... Ich glaube, wir haben wieder ganz viele Erfahrungspunkte verschenkt, oder? Ja, tatsächlich. Wir sollten mal wieder einen Eichhörnchen-Eintopf schlürfen. Hi. Was für eine Rüstung? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Ich möchte die Kronkorken. Die restlichen. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ach was. Hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Eichhörnchenbissen. Na, hat wieder nicht geklappt. Ach so, was ist denn mit möchtest den Kronenkorken? Möchtest du einen Drink haben? Kronenkorken? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Und, wo sind sie? Jetboost, hier. Und hier... Oh, hallo, Hundi. Dogmeat. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Möchtest du ein bisschen handeln? Okay. Klar, ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. Na, was... okay, wie es aussieht, dann nur die Kronkorken. Na gut. Ein Kronkorken geschenkt. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck dir's an. Da wird alles von Robotern betrieben. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Okay. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Na, der ist schon bedient. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Tja, das würde ich aber hier einem Kunden nicht unbedingt erzählen. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du ja genau richtig. Zeig mal, was du so hast. Großartig. Großartig, finde ich auch. Mal schauen. Er hat sehr viel aufbereitetes Wasser, aber er hat auch 5,56mm Patronen und 10mm Patronen und er hat auch etwas Brennstoff. Das wollen wir doch alles haben.
Und was können wir ihm dafür geben? 2 Jet Boost. Mehr nicht. Wir haben den Stachelmaulkorb dabei. Okay, wir können ihm hier die Metallrüstung können wir ihm noch geben. Okay. Aber ich halte nichts davon, unseren Hunden hier einen Maulkorb anzulegen. Schallgedämpft, modifiziert. 10mm Pistole. Das hätten wir gleich zu Beginn mal finden sollen. Aber die ist wirklich ganz gut mit Scharfschützengriffe und so weiter. Also das hätten wir wirklich am Anfang mal finden sollen. Aber jetzt im Moment brauchen wir das nicht unbedingt. Lasermuskete müssen wir noch in Sanctuary Hills ablegen. Ansonsten können wir, glaube ich, nichts machen, um an seine restlichen Kronkorken noch zu kommen. Schade, aber wir haben einiges an Schrott. Und wir haben gut Patronen für die nächsten Abenteuer. Und es sind immer noch keine Händler hier an den Handelsplätzen, Handelskarawanenplätzen aus Bunker Hill. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. So, den mal weg mit dem Maulkorb. So, hier rein kommt alles für die Hundis. So, wo haben wir es denn? Nicht bei den Waffen. Stachelmaulkorb, weg damit. Okay. Vielleicht meine ich das ja nur, aber im Moment kommt es mir so vor, als seien unsere Siedlungen gar nicht so oft angegriffen worden, als zu der Zeit, als wir unterwegs waren. Da wurden die viel öfter angegriffen, meine ich. Das sieht doch echt gut aus jetzt. Hier sind keine Händler. Was gibt's? Auch Gammelkala war lange nicht da. Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen, aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Murphy die Wahnsinnige. Oh Mann, oh Mann. Ja, das war was. Da waren Lichter. Das hier waren Lichter, oder? Auf beiden Seiten. Wo ist dann die Hausnummer? Naja. Wir haben noch eine Lasermachete hier abzulegen. Lasermuskete heißt das Ding. Wir sind ja schon wieder sehr viel leichter als vorher. Wir haben schon wieder irgendetwas abgelegt, was... Ach so, wir haben ja unter den Hilfsmitteln, genau, da haben wir ordentlich aufgeräumt. Richtig, richtig. Blutblatt kann dennoch weg. Und ein bisschen Buff-Out. So viel brauchen wir gar nicht. Hirnpilz kann weg. Leuchtende Pilze. Eigentlich Mentats brauchen wir auch nicht so viele. Stimpak, Stimpak, Stimpak. Brauchen wir Stimpaks? Ja, Stimpaks wiegen nichts. Von daher behalten wir sie so und dann bauen wir mal unsere 7 Teilchen hier wieder dran. Ach ja, aber so langsam gibt das doch was. Wir kommen langsam weiter. Nö, ich sag nichts. Ich bin ganz zufrieden, so wie das läuft. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und wir kommen ja doch schon immer ein ganzes Stückchen weiter hier.
Oh, das liegt aber falsch hier. Das fällt aber sofort auf. So rum gehört das. Genau. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und sieben. Das war's dann auch schon. Runter konnten wir hier springen. Das ist nicht so hoch hier. Sind das sieben Teile? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. So, und dann kommt hier wieder ein Pfeiler hin. Der letzte seiner Art hier. Nein, wir können noch sehr viel weiter bauen, wie das aussieht. Wow. Wir können über die Brücke bauen, wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich, wie es aussieht. Ach, hier können wir gar keins mehr bauen. Schon wieder. Na, beim letzten Mal, meine ich, konnten wir wenigstens den Pfeiler hier noch runterziehen. Ja, das lohnt sich jetzt gar nicht, hier zu gucken, wie weit man hier noch kommen wollen würde, am liebsten. Denn wenn man demnächst wieder hier ist, da weiß man gar nicht mehr, was man da so geplant hatte. Aber ich muss sagen, so ungefähr nimmt das Gestalt an. Ja, das war jetzt auch eigentlich so eine Art... Naja... War das wirklich immer so geplant? Dass wir sowas hier haben wollten? Das wird ja immer größer. Eigentlich war es geplant, dass wir hier endlich mal unsere Bar fertig machen. Die Bar war uns wichtig. Anne kommt nicht mal runter da oben. Die sitzt jetzt auch schon seit sehr, sehr langer Zeit da. Ich bin gerade beschäftigt. Meine Datenbanken füllen sich mit zahllosen Informationen über das Commonwealth. Es ist erstaunlich, wie viel wir hier draußen noch zu entdecken haben. Eins interessiert mich jetzt gerade. Können wir denn noch in die andere Richtung bauen? Also wenn diese Brücke oben einmal ringsrum gehen würde, das wäre auch schön. Hierum. Oh ja. Allerdings würde ich an dieser Stelle... Ja, okay, jetzt haben wir leider gar nichts mehr hier, was wir bauen könnten. An dieser Stelle würde ich lieber über die Häuser hinweggehen. Also schon auf dieser Seite, denke ich, aber nicht so über die Hintergärten. Also hier würde ich ganz gerne. Schade, jetzt kann man wirklich kein einziges Teil mehr setzen hier. Ende des Korridors, na gut. Oder das hier. Boden und Dach. Und das hier, das... Nun, ich bin nicht ganz sicher. Ja, so denke ich schon eher könnte das hinhauen. Obwohl, wenn wir das...
Ja, das ist jetzt von der Maserung wieder nicht so schön hier. Kreuz und quer. Nun egal, ja, wenn wir das jetzt hier weiterbauen, dann kommen wir da drüben. An dem Haus müssten wir irgendwie einen Pfeiler setzen. Wenn das nicht hinhaut, dann können wir das eh vergessen. Aber wir wissen, naja, vielleicht wissen wir, dass wir hierher wollen. Ach so, ein Korridor ist noch eingelagert. Deswegen ein Endkorridor, ein Endstück. Deswegen können wir das bauen. Ja, hier aus Metall, da können wir einige bauen. Okay. Wir kommen einfach nicht weiter hier. Naja, wir haben aber auch ganz viele andere Sachen gemacht. Wir haben hier dafür gesorgt, dass hier überall Strom herfließt. Pass auf dich. Ja, dann haben wir... Was haben wir denn sonst noch gemacht? Ja, wir haben diese ganze Brücke dahin gebaut. Wir haben die Herberge quasi fertig gebaut. Und hier fehlen Betten, habe ich gehört. Wer hat das gerade gesagt? Du hast das gesagt. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Nein. Na klar. Ich wollte nur hören, wie es hier aussieht mit der Bettensituation. Wenn hier Betten fehlen, da können wir doch was gegen tun. Die sind doch nur hier provisorisch reingelegt. Da können wir doch noch mehr hier machen. Genau. Betten, Betten, Betten. Echte Betten. Ja. In so einer Herberge können auch mal echte Betten stehen, meine ich. Nachttisch? Vielleicht. Doppelbett? Ja, auf jeden Fall. Nachttisch. Und Doppelbett. Ja, Moment mal, das sind 34 jetzt. Das sollte aber reichen dann schon. 35. Wie viele Siedler bekommt man denn hier rein in so eine... Siedlung. 36 hatten wir mal irgendwo. Das ist aber schon eine Weile her, ich weiß. Ach, ist das nicht was zum Ein- und Ausschalten? Ach so, das ist der, ja. Da werden wir wahrscheinlich uns hier nochmal Gedanken machen müssen mit dem Ein- und Ausschalten. Denn dieses Blitzelicht hier, das gefällt mir jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit permanent blitzt. Ab und zu kann es ja ruhig. Ist ja ganz gut. Ha! Ein Platz für den Hausmeister hier. Obwohl lieber hier an dieser Seite, dann können die Leute vielleicht da doch noch rausgucken, wenn mal Silvester ist oder irgendwer auf dem Hof da Quatsch macht. Genau, aber er hier oben, er braucht auf jeden Fall noch eine Schlafmöglichkeit. Ich denke, ihn werden wir auch direkt hier zuweisen.
Damit er immer hier oben ist, damit wir ihn immer finden. Das hier haben wir ausprobiert, das konnte man nicht zumachen hier. Ja, wo mag er sich denn wieder rumtreiben? Da unten im Garten wieder? Wir können ja die Sirene mal einschalten, dann wird er schon kommen. Es ist aber schon eine ziemlich große Siedlung hier. Beinahe so groß wie Spectacle Island, kann das sein oder bilde ich mir das nur ein? Also der Typ vom Artillerieteil, der müsste eigentlich hier irgendwo rumstehen. Eine Wache ist da. Na, wie ist die? Ach so, wir haben das extra so gemacht, ohne Treppe hier hoch, damit Angreifer da nicht so schnell hochkommen. Ja, aber wo ist denn der Kerl vom Artillerieteil? Der muss doch hier auch irgendwo rumrennen. Ich hätte ihm jetzt gerne mal sein Bett gezeigt. Oben. Ach, da ist er ja. Hämmert hier rum. Halb in den Kisten. Junglong. Hoffentlich schaffen wir das zeitlich, ihn da zuzuweisen. Noch geht's. Boah! So. Ah, nein. Naja, das machen wir vielleicht mal, wenn wir ihn hier oben antreffen. Aber dafür müssen wir höchstwahrscheinlich mal die Sirene läuten lassen. Wie wäre es denn, wenn wir hier schon mal so ein Lämpchen reinbauen? Das leuchtet nicht. Müssen wir erstmal Energie nach oben bringen dafür. Das ist doch eine Idee. Wir bringen zu. Also, das hier braucht wie viel Energie? 1. Und das hier braucht. Keine Ahnung, braucht auf jeden Fall Energie. Und das hier braucht auch 1. Das sind 2 und das produziert 3. Ja, dann können wir das ja hier anbringen. Haben immer noch ein Energieteil übrig. Moment, warum leuchtet das denn jetzt? Das dürfte doch gar nicht leuchten, weil hier das Teil ausgeschaltet ist. Eben. Das hat mich jetzt gehört. Na, war nur ein Testlauf. Reststrom. Ja, dann machen wir eben das hier noch ein bisschen gemütlicher. Das Sofa steht schief. Oha. Was ist passiert? Ich habe nichts gemacht. Was ist passiert? Noch einmal. Okay.
Puh, das haben wir ja nochmal geschafft. Aus Versehen sind wir irgendwie da durchgeglitscht. War aber unsere Schuld. Wir haben oben nur das Sofa verschieben wollen und... Nuka-Cola ist das Einzige, das mich wach macht. Und zu lange E gedrückt gehalten. War hier unten nicht auch schon Licht? Haben wir das alles... Warum ist hier unten kein Licht mehr? Nein, was ist passiert? Was ist passiert? Wo ist das Ganze? Irgendwas ist doch... Die ganzen Lichter sind hier aus. Wie kommt das? Energie haben wir. Ich denke, vielleicht durch die Aktion gerade ist irgendwas schiefgelaufen. Ich habe keine Lust, alles nochmal neu zu verkabeln. Also wir können, es könnte passiert sein, dass durch die Aktion gerade sich das Ganze hier ein wenig verschoben hat und dann die Kabel irgendwie nicht mehr richtig dran sind. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Okay, die Lampen gehen noch. Also wenn es daran liegen würde, dann dürften die Lampen da drüben auch nicht leuchten, weil sich ja alles hier mit verschoben hat gerade. Puh, ja, warum leuchtet es hier drin nicht mehr? Was ist da passiert? Obwohl, das ging doch oben aus, als wir die Lampe da oben hingestellt haben. Also die Lampe hat kurz geleuchtet und dann ging es aus. Ist das hier vielleicht ausgeschaltet? Ja, schade würde ich das finden jetzt. Okay, hier haben wir Licht. Hier aber auch. Obwohl uns der Blitz zeigt, dass hier kein Licht ist. Hier scheint auch Licht zu sein. Naja, vielleicht ist es, weil es eben mal kurz verschoben wurde gerade, vielleicht ist das deswegen irgendwie alles... ausgegangen da drin vor Schreck. Hier ist. Okay, hier ist keine Energie auf der Seite, das stimmt auch. Hier ist auch keine Energie. Warum versammeln sich alle hier und gehen nicht schlafen? Ich weiß, dass vorher hier die Betten standen, ganz am Anfang mal. Hier ist wieder Licht. Was könnte man daraus machen? Aber die Lampen hier drin, die tun's nicht mehr. Ja, dann wird das ein Fehler sein. Diese hier leuchtet ja, die lasse ich mal da hängen, damit wir wissen, dass sie leuchtet. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Warum steht ihr alle hier und geht hier nicht schlafen? Ich habe hier überall Betten und sowas hingestellt. Ihr solltet doch hier reinkommen. Ist noch keine Tür drin hier. Zu kompliziert, hier hochzukommen? Könnt ihr das nicht hier so um die Ecke gehen? Ja, früher standen hier die Betten. An solchen Abenden wäre ein warmes Plätzchen mit einem kalten Bier einfach himmlisch. Okay, kaltes Bier gibt es bald. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Aber selbst Mama Murphy hat doch hier drüben, hat die ihr Bett hier drin?
Hat sie nicht? Hier drin ist auch kein Licht mehr. War hier jemals Licht drin? Bad, Arbeitszimmer, kommt hier im Bett rein. Für Mama Murphy. So. Schön unterm Fenster. Oder mitten im Raum. Nein. Ja, so unterm Fenster, denke ich mal. So, obwohl ich glaube, ouch, sie kann sich hier an der Kommode irgendwie, kann sie sich verletzen. Da könnte sie sich noch dran stoßen. Versuchen wir das mal. Mama Murphy. Mama Murphy ist zugewiesen. Man kann sie nicht zuweisen. Ja, okay, man kann sie nicht zuweisen, aber sie kann man hier zuweisen. Mal versuchen. Versuchen wir das mal, sie zuzuweisen als erste hier oben. In einem vernünftigen Bett. Und die anderen folgen ihr vielleicht. Aha. Wollen wir mal sehen, ob sie da ankommt. Und sie können wir zuweisen. Ne, sie rennt irgendwo anders hin. Oh, sie läuft aber in die Richtung. Ich weiß nicht, warum die andere da irgendwo anders hinläuft. Vielleicht rennt... Sie rennt auch woanders hin. Ich glaube, die kommen hier wirklich nicht klar. Die kommen hier nicht rein, oder? Das könnte das Problemchen sein. Sie gehen ja auch nicht in die Bar rein. Ja, das kommt vielleicht später alles noch. Ist ja auch noch nichts fertig. Ich dachte, sie laufen jetzt los und holen erstmal ihre Klamotten. Jetzt steht sie an ihrem Stand. Das ist merkwürdig. Okay. Wie dem auch sei, das ist ja... Die Betten sind da. Und ich sag mal, wenn sie wirklich müde sind... Dann werden sie die Betten schon finden. Und wir schlafen mal ein paar Stündchen hier. Ja, ich bin so gespannt, ob da... jetzt vielleicht Wasser da ist. Wasser in der Werkstatt. Hey, wie geht es dir? Danke, ich bin etwas durstig. Kein Wasser. Aber Kronkorken. Nicht so viele. Aber ich kann dich geht. Bei Bedarf zusammen. Ja, dann versuchen wir doch mal. Wir sollten am besten von hier oben irgendwie einen Schalter haben. Ich hab falsch abgebogen. Ja, man sollte für beide Schalter sollte man das auch oben hin schalten können. Machen wir das mal aus eine Weile. Naja, und drüben die andere Seite. Ja, das müsste man irgendwie herlegen können. Oh, Entschuldigung. Naja, das war auch schon wieder lang. Oha, wir sind schon wieder über der Zeit. Oh, Mama Mia, dann machen wir das mal an. Gucken noch, ob irgendetwas drin ist.
So, da laufen sie an. Vielleicht ist jetzt irgendetwas drin und dann werden wir... Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Ein einfaches Leben ist das nicht. Was für ein schöner Tag. Na, für diese... Wird das unsere Stimmung verbessern. Für diese Folge werden wir dann mal Schluss machen. Na, das hat auch nicht geklappt mit dem Wasser. Ausschalten und wieder einschalten klappt auch nicht, also... Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ach so, wir machen am besten ein Bildchen hier von der Brücke oben, was wir da gebaut haben. Hey. Ja, mit diesem Bild darf ich mich verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.